Na, weißt du, wer ich bin? Genau der Nudelkick! Willkommen zu einer neuen Folge Sleeping Dogs und wir machen die Hauptmission weiter. Excuse me, do you speak English? I like to think so. Not enough to get by anyways. You? Yeah, I... Wait, what do you mean? Oh, yeah, I speak English. I kind of guessed. What can I do for you? I'm looking for this place, Old Temple Academy. I thought it was around here. It's supposed to be a kung fu school, but I'm totally lost. I have no sense of direction. Yeah, I think I know where it is. I mean, it's not too far. I can give you a ride. I mean, it'll be easier than explaining where it is. Okay, yeah, that'd be really great. My name's Amanda, by the way. Or Amy. Either one is fine. Oh, nice to meet you, Amy. I'm Wei. This is luck. Don't fail me now. Wohoho, sexy Amy. Ja, der Wei, der weiß, wie man rangeht. Na gut, dann zeigen wir mal unser bestes Auto. Nach Motorrad. Sag bloß, wir haben nur unser Motorrad. Na gut, dann eben das Motorrad. Zack, raus damit. So what brings you to Hong Kong? You thinking of becoming Chinese? No. I just finished college and I'm doing a bit of traveling. You know, figuring out what to do with my life, that sort of thing. How's that going? Well, I've only been traveling for a few weeks, so no real progress. So this is the Bam Bam Club. Back home I saw a restaurant that looked a little bit like this. Don't let the locals hear you say that. Well, I've only been traveling for a few weeks, so no real progress on the life front yet. But I'm checking out Hong Kong for a while. What about you? You got it all figured out? I wouldn't say that. You know, I got a few family issues I'm working on clearing up. Maybe once that's dealt with, I'll get on to figuring out life. Oh yeah? You got any pointers? Well, the trick to Hong Kong is learning to live by ancient Chinese wisdom. Look both ways before... Wow. This is a pretty cool place for a kung fu school. Unfortunately, the school isn't in the temple. Well, not that temple, anyway. Didn't they use this temple as a backdrop for... What was it? Fists of Carnage? No, it was used in the Grandfathers of the Shaolin Fist. Look both ways before crossing the street. Always buckle your seatbelt. And only apply makeup at red lights. Don't text and drive. You know, that kind of thing. Words to live by. Okay, wir machen hier wohl so eine kleine Rundfahrt mit Amy. Ich fahre auch extra vorsichtig. Wir wollen ja nicht haben, dass sie einen Schrecken bekommt. Bei meinem Fahrstil. Na, wo sind wir jetzt? Wo müssen wir denn als nächstes hin? Welche Sehenswürdigkeit? Ah, okay, eine Gasse. Wunderschön. Isn't this school supposed to be in a temple? Safe. Can I help you? Yeah, I'd like to sign up for some kung fu classes. I read about your school in my guidebook. Your guidebook? Yeah, it said you teach a style with a long lineage, but in spite of all that, it's still considered very effective. You want to take classes, okay. And you? Did you also read about this place in some book? Well, I... Wait. I know you. Yes, Sifu Kwok. I used to be your student. I'm Wei. Wei Shen. Yes. The one who went to America. So you brought this girl back with you. Your skill level with girls, very good. Now, time to assess your skill level in Kung Fu. Na komm, der ist doch nur eifersüchtig. Also, was müssen wir machen? LT halten, kennen wir schon. Und jetzt den Nudelkick. Und zwar zu den Schülern. Also, zack! Bam! Ui! Nochmal die Runde, alles klar. Alte Tricks können wir bereits schon. I see time in America has rusted your skills. Ah, was? Ich bin immer noch fit.
Siehst du? Den Swapkick. Und nochmal. Apparently it's rusted your concentration. Okay, jetzt müssen wir hier seine Schüler besiegen. No problemo. Und hopp. Einmal in die Nüsse. Nudelkick. But not to American tourists. Na komm her. Oh Gott. Die können ganz schön zuhauen. Für so kleine Knirpse. Und den nächsten. Did you practice by watching television? Natürlich, alles aus dem Fernsehen. Wo soll man sonst sowas lernen? Was? Bei der YouTube. Okay, der eine da unten hat schon aufgegeben. Und den krallen wir uns noch. Jetzt haben wir hier den Bonus. Kiefer gebrochen. Lektion fürs Leben. I try to steer them in the right direction. Especially the younger ones. But they all want to be Songong-Yi. Now I just train them in the ways of my art. Try to teach them compassion and discretion. And pray for the best. Sifu, I don't think there's much more you can do. Oh, Jade Rat. Song Dynasty, right? Very good. The Song Dynasty? That's like 1,000 years old or something. That's real? Part of a set of 12. One for each animal of the Chinese calendar. Sifu, you used to have the whole set. What happened to the others? Stolen. By a former student, corrupted by the triads. I'm so sorry to hear that, Sifu. So was I. This collection meant a lot to me. But sometimes you just have to let things go. I should close up. It was good to see you again, Wei. And your lovely fiancé. What? Okay, that was fun. What do you want to do now? I need to get home. But, I will definitely call you later. Alles klar. Mission abgeschlossen und wir bekommen hier Belohnungen. Und zwar den Swapkick. Amys Telefonnummer, Trainingsklamotten und eine biografische Notiz mit Wei Shen. Was haben wir hier? Tang. Turk mit Verkleidung steht vor Popstars Hof. Überwachen Sie seinen nächsten Schritt. Alles klar, machen wir später. Jetzt schauen wir erstmal, was können wir machen. Eben gerade haben wir gehört, unser ehemaliger Meister hatte 12 dieser Jade-Figuren. Eine hat er noch, also müssen wir bestimmt irgendwo 11 Stück auftreiben. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Was haben wir hier noch? Bam Bam Club. Und hier oben geht's weiter mit dem Popstar. Ein T-Shirt. Und hier wären wir bei der Kampfschule. Naja, wenn wir schon mal da sind, gehen wir noch mal rein. Alright, alright, alright. You want to fight? You look like you might survive a couple rounds. Ah, okay, hier können wir mit den anderen Schlägern trainieren. Naja. Bekommen wir irgendeine Besonderheit, irgendein neues Combo, wenn wir sowas machen? Nehmen wir mal ein. Alright, let's start. Let's do this. Der hässliche Bob hier drüben. Mal sehen, was er so kann. Oh, er hat drei Brüder. Na, ah, das sind die Großen, die einen packen. Na komm, na komm, na komm, wir müssen kontern. Oh. Und raus. Der hat mich reingeprügelt, so ein Drecksack. Was sollen die Nummer? Da komme ich ja niemals raus. Und komm, komm, komm. Zack, den Tritt weg und wir befreien uns. Ja, okay, hier kann man wohl nur die unterschiedlichen Gegner trainieren. Also wie man gegen sie vorgehen soll. Mal sehen, ob wir irgendwas erlernen, außer einen Schlag in den Magen. Na, hier können wir wieder raus. Und wenn eben einer in der Nähe ist, dann können wir einen Kick nach vorne machen. Batz! Oh, wir haben unseren Bonus. Jetzt prügeln wir mal los. Aber wie lang geht sowas? Achtung, Achtung! Sehr schön.
Da können wir einfach wegrennen, wenn wir keine Lust mehr haben. Einmal den hier. Also. Wir sollen hier oben steht kontern, Schläge und schwere Schläge kombinieren, um die Kerle zu besiegen. Kein Greifen, alles klar, mache ich doch. Ach so, einen hätten wir schon. Ah, Mist, wieder zu spät. Und einen schweren Schlag. Oh! Na, 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 na. Kommt, den nächsten. Zack, sauber, der sieht ziemlich übel aus. Den sollten wir gleich haben. Ja, was macht der hier für eine Nummer? Er wirft uns hin und... Batz! Komm, 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 komm! Mal sehen, ob wir irgendeine Belohnung bekommen. Hey, eben hat's gar nicht geblinkt. Jetzt hat's geblinkt. Die Nummer geht an dich. Okay, der ist weg. Und der nächste hinterher. Sehr schön. Okay, hier kann man wirklich nur trainieren. Also es gibt keine Belohnung, keine neuen Kombos. Naja, was haben wir hier? Wir hätten hier einmal den Schläger. Den Kämpfer. Der ist bewaffnet. Und der hier ist ein Raufbold. Und die hier sind die Ringer. Alles klar. Gut, gehen wir wieder raus. Und wir machen noch so eine kleine Gefälligkeit. So als kleiner Abschluss. Und zwar hätten wir hier irgendwo noch, genau, die Nummer mit dem T-Shirt. Also zack, auf unseren Ofen und wir donnern los. Mann, kann ich gut fahren. Oh, Bullen, Bullen, Bullen. Alles cool. Und perfekt parken. Like a bro. So, how's business? Not very good. Sales are way down. My shirts are just too boring. Hey, could you help me get some new design? I want to do a landscape series, really capture what's cool about the city. Yeah, sure. Get me a couple of classic shots. Email them over when you have them. Got it. Okay, wir müssen Fotos machen, mal was Neues. Und oh, schaut euch mal die Maschine an. Perfekt für so einen Fahrer wie mich. Super. Und noch eine Frau zum Krüppel gemacht. Alles klar, genau mein Stil. Und wir brettern los. Ziehen wir hier mal einen Wheelie. Na? Läuft doch ganz gut. Sorry. Du mich auch. Und wir bremsen. Weggetackelt. Ich habe eine wichtige Mission. Ich muss Bilder machen. Ah, wir müssen da hoch. Hui. So viele Treppen. Und da sind noch mehr. Alles klar. Handy raus mit LT, die Kamera und hier drüben. Sieh mal eine an. So eine Jadefigur. Die könnten wir doch gleich mal einsammeln. So, das sieht schön aus. Und... Perfekt. Denke ich mal. Also ich finde es gut. Foto Nummer 1 und wir krallen uns hier noch die Figur. Okay, wieder jede Menge Treppen nach unten, aber dieses Mal wird es ein bisschen schneller. Aus dem Weg. Okay, was müssen wir jetzt machen? Zum Damm. Na gut. Dann brettern wir mal hin. Oh, sexy Mama. Aber ich habe jetzt Amy. Amy ist ja so eine kleine Besonderheit. An die machen wir uns ran. Okay, längster Wheelie. 15 Sekunden, aber ich bin schon fast da.
Ah, ich bin zu weit. Wieder zurück. Schade, schade, schade. Naja. Ich hab's noch versucht, hier den Wheelie abzuziehen. Und wir müssen... Moment, wir müssen wo lang? Auf jeden Fall hier lang. Wir müssen irgendwo da unten hin. Da waren wir doch richtig. Warte mal, kann man da unten entlang? Wir müssen... da hinten irgendwo hin. Na, versuchen wir es mal. Auf der Seite. Oder wir müssen eben da runter. Also der Weg sagt, wir müssen einmal hier die Schlaufe fahren. Und zwar auf der falschen Richtung. Okay, ich bin absolut falsch. Super. Oh Gott. Vaterland! Na los, kriegst du hin. Gleich springe ich. Also, nochmal hier hin. Jetzt aber. Bremsen. Das Motorrad hier ist schon geil. Macht auf jeden Fall Laune. Und High Speed. Das kriegen wir hin. Sieht gut aus. Kommt, noch ein paar Sekunden. Und neuer Rekord. Was bringen die Rekorde? Einfach nur ansehen oder sowas. Und da wären wir. 18 Sekunden High Speed. Wir waren so schnell, dass die Sonne untergeht. Im Sekundentakt. Ah, finally. Also, Handy raus. Ha! Genetisch bedingt, hey, oder yeah, was? You. Hey, get the hell out of the way. Sorry, I just can't resist the camera. That's it, asshole. Okay, wir müssen. Na gut, dann würde ich mal sagen... Nudel. Abbrechen. Abbrechen. Nudelkick. Okay. Und wir machen ein Foto. LT. Wo ist die Sonne? Oh ja, okay. Wenig Sonne da. Nehmen wir einfach, was da ist. Nämlich Wolken. Wolken sind doch auch schön. Foto. Mal sehen, ob sie zufrieden ist. Jupp, läuft. Und wir haben hier wieder eine Gefälligkeit gemacht. Und zwar Tinks T-Shirts. Wir bekommen $500. Naja, okay, nicht die Welt. Aber wir sind ungefähr von der Hälfte der Stufe. Okay, ich sag wie immer, danke fürs Einschalten. Haut rein und tschüss!